Wo wir dann reingucken konntest, stimmt ja. Oh, ups. Sweet Pot 16 Sweet Potatoes, ein Emerald. Oh, das ist ja sinnvoller. Hallo. Kommst du schneller an die Seeds? Sheets. Ein Emerald für ein Cashew Sibling. Cashew. Okay. Hi, Villager. Spinat. Vielleicht zum Beispiel Spinat für ein Emerald. Spinat haben wir auch schon. Hä? Spinat haben wir auch schon. Spinat haben wir, das weiß ich. Aber das sind die Sachen, die du brauchst, um ein Emerald zu kriegen. Das meinte ich damit. Befreit die hier gerade so ein bisschen. Weil die Dinger stehen so über Wasser, du kommst da auch voll scheiße rein dann. Scheiße. 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 Also ich sag mal so, das Villager-Dorf ist viel näher dran. Na gut. Das weiß ich ja nicht. Ich sehe es ja schlecht. Ich hab ja gesagt, ich sag mal so, das ist näher dran. Jetzt ist die Frage, das Dach müsste ich eigentlich hier weiterziehen. Dann da vorne zu machen. Villager. So. Da noch ein Villager da. Schönes Wasser. Das war auch gut. Um, Villager. Villager. Okay. Schon wieder keine. Dass wir in Carpenter Blöcke durchgehen. Dank. Ja. Pum, 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 pum. Denn hier sind viele Kühe. Ich habe doch keinen Bock, die zu schlachten gerade. Mach doch. Ja, soll ich alle mitnehmen und schlachten und dann habe ich doch keinen Bock. Gott. Es wird schon wieder dunkel, ne? So, by the way. Ja, dann bist du zu Hause, ne? Ich komme hier vorne nicht runter. Oh Gott, du bist echt eine Pfeife, wa? Pfeife. Pfeifchen! Ui, ui! Dankeschön. Nee. Ich war einfach nur zu faul, ins Bett zu gehen. War klar. Ja, wenn du es mit hast. Ach, Schnauze. Ich müsste vom ganzen Dach runterspringen immer. Ja, und? Das ist so ein weiter Weg, wieder aufs Dach zu kommen. Ja, und Pech gehabt. Nein, das ist nicht Pech gehabt. Das ist Pech, Faulheit. Pech gehabt. Nein, ich bin nur zu faul. Und welchen gibst du das zu, dass du zu faul bist? Ja, siehst du. Vordersack. Hast du schon mal Vorteil? Nein, alter fauler Sack. Nee. Zumindest den Umriss, den oberen Umriss hätte er fertig haben noch. Hab ich das alles. Ich habe angefangen mit dem Gewächshaus, dann mache ich gerade schon wieder was anderes. Ja. Du bist aber auch. Ich bin unterwegs und kurzzeitig gehst du dann auch weg. Nachdem ich ja losgegangen bin, bist du ja auch losgegangen. Ah, verdammte Scheiße! Ja, weil du das erzählt hast mit den Blazehots und ich wollte unbedingt die Süß haben. Ja, siehst du. Für diesen Wachs. Für den Ankax-Wachs. Ja, Ankax-Wachs. Oh. Kackeli-Wachsi-Wachs. So. Das Ding hatte ich doch schon gefunden gehabt, ne? Ja. Genau, da war ich schon. Da warst du vielleicht auch nicht. Doch. Nee. Das ist ein Erdpenis. Da ist ein Erdpenis. Diese Aussage, das ist ein Erdpenis. Ja. Ja.
wohl sein. Okay, das, das. Wish. Erdpenis. Wish. Erdpenis. Bam. Bam. Oh, mir sind gerade Federn zugeflogen. Oh. Bist du vielleicht ein Hühnchen? Das ist ein Hühnchen. Gib dein Fleisch. Los, kleines Hühnchen. Gib es. Gib es dem lieben Centus, denn der hat Hunger. Dass die ganze Zeit rohfress. Ja, du hast dann vor Nazi mit, dachtest du. Hab ich auch, aber ich bin zuvor hinausgefallen. Ja. Das ist aber nicht mein Problem. Und ich will zurück. Und bis jetzt bin ich noch nicht vergiftet worden. Ich hab schon so viel roh gefressen. Eben war ich gerade ein bisschen vergiftet, aber weil ich durch so einen komischen Giftbusch gehört durch, ja, durch der Efeu. Gift Efeu. Das ist eine Hexe? Hm. Oder deine neue Lache? Banjo-Kazooie. So. Ich dachte, jetzt deine neue Musik. Lache. Aber nicht. Alter Kotkopf. Labarababa! Labarababa? Ja. Magst du keine Rhabarber? Nein, Rhabarber ist ekelhaft. Ekelhaft, babahaft. Du bist ekelhaft? Ekelhaft, babahaft. Du bist behindert. Ich bin schon wieder vom Dach runtergefallen, ich glaub's nicht. Mach ich hier so lange weiter. Toll. Block, dreh dich auch mal ordentlich. Will ich doch nur einfach nur ganz entspannt hinsetzen. Dankeschön. Da doch willst nicht du hin. Gar nicht. So. Ich möchte das Dach fertig haben. Willst du nicht? Doch, etwas schon, sicher. Nein. Wenn ich nein sage, dann sage ich nein. Doch. Nein. Verdammt. Da ist die kleine Dumpfbacke. Dumpfbäckchen! Du bist echt so behindert, ey. Weiß. Ja, weißt du? Du weißt doch, dass du in die Hosen scheißt, ne? Nee. Es wäre jetzt ein bisschen ekelhaft bei der Hose. So eine graue Hose, das fällt so leicht auf. Spinne, ey. Hast du da noch so ein braunes Fleckchen? Hast du doch wahrscheinlich schon. Klar. Aber irgendwo muss das ja hin. Mal keine Lust hat, auf Klo zu gehen, ne? Ja. Ach nee, du bist ja schon alt, sagst du ja. Ja, ich bin schon alt, ich brauch nicht mehr. Ich hab Windelchen. Heute hast du sie nur vergessen. Nee, ich habe heute noch nicht geleert. Wow. Das ist so ein schönes warmes Polster. Juckt ein bisschen und kratzt ein bisschen, aber mein Gott. Glaube ich dir sogar aufs Wort. Der Rest ist schon okay. Kann ich mit leben. Ah, kannst du das? Ja. Oh, der kann da mal was. Ich lass dann auch immer laufen. Denkst du, ach so, mein Gott. Bisschen warm. Duschen kann ich immer noch. Gott, ey. Was denn? Dass du behindert bist. Bin ich behindert? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee. Bam, badam. Dim. Jetzt muss ich gleich mal von außen gucken. Wie hoch das denn schon mittlerweile wieder ist. Ach, das geht schon. Das noch. Ding hatte ich auch schon gefunden, ne? Ja. Das ist ja noch klein. Klein. Da war noch ein Eimer drin. Nimm mich mit. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du scheiße bist. Warum bist du scheiße? Ich doch nicht. Du. Warum bist du scheiße, hä? Weil ich braun bin.
Du bist echt so durch. Durch und durch. Babahaft. Babahaft ist ekelhaft. Bra! Gott. Ich könnte ja so behindert sein mit dem Scheiß, ey. Hallo Villager. Bin ich jemand zu Hause? Ich bin voll normal. Ich bin voll normal. Wo ist die Tür? Hallo? Hallo. Da. Is it me? Is it you? Oh, warte, ich mal gucken, wie hoch. Aha. Oliven Zeppelins für ein Emerald. Ich will Bananen haben. Das Haus ist ein bisschen dezent klein geworden, würde ich mal sagen. Bisschen dezent klein? Hm? Gebt mir eure Kartoffeln, her damit. Nom, 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 ich hab Hunger. Komm, ich pflanze euch mal wieder zwei an. Aber nur zwei. Ja, nur zwei. Können auch selber anpflanzen dann. Ja, aber gerade sagen, machen wir selber. Pikant Zeppelins. Pikant? Pikant. Na, was gibst du? Feuchten Händedruck. Ein Emerald, drei Brot. Ja, super. Ja. Ja, aber kommt drauf an, vielleicht auch was Gutes danach. Parsnip, hier wieder 16 Parsnips für ein Emerald. Parsnipsels, Steckrüben, glaube ich. Oder Rüben. Tea Leaves. Ein Emerald. 16 Stück. Hier ist ein schwimmender Villager. Der nimmt Curry Leaves. Okay. Ein Emerald. Ich finde das zu. Ja, jetzt hänge ich schon wieder in Treppen fest. Ich finde das aber zu geil, wenn die dann so die Türen sitzen, dass sie dann nicht mehr rauskommen. Das ist aber gut. Was ist ein Emerald, nicht? Dafür kriegst du ein Deal. Deal lightet me. Okay. Ein Emerald, Nutmeg. Aber wir haben die Nüsse ja schon. Dämmtet ja, den... Peanuts. Nein, Baumzepplinge geben die. Immer aha. Alle. Ja, da kommt die auch nicht raus, ne? Für so weit oben und die kommt dann nicht raus. Oh. Ja, ich mach die auf. Ein Emerald. Zwei Redstone. Ja, der hat bestimmt danach echt was Gutes. Meinst du? Ja. Du weißt immer so. Damals doch schon immer gemerkt. Wenn wir nicht mit schlechten Villagern getauscht haben, haben die immer gute Bäume oder gute Bienen. So, gehabt. Dann wollen wir da mal nochmal einen Punkt setzen. Villager, obwohl man das ja sehen kann. Violager. Violager habe ich gerade geschrieben. Der Flash ist so gestört. Nee. Bam, bam, bam. Jetzt sind es wieder dunkel. Was? Ich weiß. Er sagt, ich weiß. Wenn du es doch weißt, dann geh doch schlafen. Halt's Maul. Dankeschön. Wirklich. Voller Sack. Nee. Ach shit. Ich bin gleich wieder zu Hause. Bra! Treib's an. Dann treib mal eine Runde. Gut, dass ich eine Schaufel, dabei habe. Ich glaube, dieses Villager-Dorf ist direkt in so unserem Wald, in unserem großen. Okay. Also, was richtig nah ist, dann. Schubidu, schubidu, bidu, bidu. Oh, jo. Vielleicht ist eine dumme, fette Kuh. Jetzt auf einmal, ne? Jetzt auf einmal. Ne, immer schon.